Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Ich und meinen Namen im Kopf, ne? Big Ambitions, so. Keine Ahnung, teilweise bleibt mir einfach der Name im Kopf nicht so ganz drin hängen. Das ist ganz, ganz cool. Wir müssen heute schauen, dass wir an Juwelen rankommen, die wir verkaufen können. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo wir am besten Juwelen herkriegen. Wahrscheinlich muss ich zum Importladen oder sowas gehen. Hier unten. Vielleicht sollte ich mal an die Häfen gehen und schauen, wer importiert. Ich denke mal... Ja, es könnte natürlich gut sein, dass ich die Sachen importieren muss am Ende, ne? Taxi, wir müssen importieren gehen. Gehen wir erstmal zu dem Kleinen hier. Jets Cargo Imports. Seaside International. United Ocean Imports. Bluestone Imports. Geöffnet, schließt in 7 Stunden, schließt in 7 Stunden. Ich hoffe, ich schaffe die alle. Bis dahin. Ich brauche Importware, Junge. Es tut mir leid. Aber ohne eines Lagers können wir keine... Aber ich kann ja jetzt nicht Schmuck bei einem anderen Laden kaufen. Um zu versuchen, das Ganze zu regeln. In dem da vorne war ich aber auch schon. Hatte der schon. Wir schauen einfach mal nach. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Schmuck hatte. Ich könnte es jetzt gerade im ersten Mal echt schlecht sagen. Warum muss ich mir auch wieder was aussuchen, was komplett bescheuert teilweise in der Birne ist? Er wird 75 geschadet. Schaut mal, wie das Geld hier einfach rausgeht. Kebabspieß, Ice Cream, Hot Dogs, Pizza, Burger. Artis Fish and Chips. Antitelefon, Weinflasche, Zigarre. Preiswerte, günstiger Schmuck, teurer Schmuck. Heilig. Oh, ich hab doch den. Da sind auf. Boah, lecko mio. Halleluja. Wir fangen mit dem günstigen Schmuck an, glaube ich. Bis ich den teuren mir leisten kann. Holy Macaroni. Soll ich nur so viel mitnehmen, damit ich wenigstens noch den Laden umschmücken kann? Ich glaube, das wäre schon angebracht, ne? Erstmal drei. Alter, 17. Das muss jetzt funktionieren, ansonsten habe ich ein mega Problem. Ich habe mir den teuersten Spaß ausgesucht, wie es ausschaut. Leck mich fett, war das eine dumme Angelegenheit. Zwei Straßen vor. Okay. Es war also in meinem liebsten großen Laden. Wenn wir dann genug Geld gemacht haben mit dem, dann können wir auch hoffentlich ein Auto leisten, weil Autos sind nur leider teuer. Hallo, ich laufe hier. Ah, das ist eine Metro. Metro kenne ich auch, haben wir auch bei uns. Da würde ich auch gerne mal reingehen, weil Metro verkauft halt echt Massen an Zeug. Jetzt ist natürlich nicht schlecht für einen selber, wenn man die Massen nutzt. Ich muss jetzt mal selber wieder einen neuen Spielstand von Big Ambitions anstarten. Einfach, weil das bestimmt einfach wieder lustig ist, wenn du wieder stundenlang dich in eine Sache investieren musst. Lasst mich durch, ich fahr Kartons. Find's cool, dass sie zum Beispiel die Elektrorolle auch hinzugefügt haben als Fahrzeuge. Ich bin gespannt, was in der Zukunft vor allem bei dem Spiel das noch kommt. Das wird alles noch sehr, sehr interessant. So, okay. Ich habe Papiertüten vergessen. Ich hier irgendwie sowas wie eine Metro. Davon habe ich eine Metro. Kann ich das probieren wir jetzt mal.
meine Sackkarre anzeigen noch? Es wäre super zu wissen, dass ich mit der Sackkarre von A nach B fahren kann. Yes, kann ich. Nice. Papiertüten. Super, danke schön. Dann kann ich jetzt... Oh, das macht das Leben um so viel leichter. Mit der Metro zurück nach Hause. Aber ich habe jetzt in jedem Jules-Standpunkt 50 Jewelry reingepackt. Leck mich am Arsch, das ist heavy. Kann ich, ja, kann ich zurückbringen. Perfekt, dann ist es nicht hier so. Dann brauche ich einen Raumgestalter. Will ich wissen, wie viel es kostet, es hier mit so einem schönen Parkett auszustatten? Alter. Oh, das tut so weh. Zurücksetzen. Ja, bestätigen. Raumgestalter. Irgendeinen günstigen. Nehmen wir den hier für 22 mal. Schaut natürlich wirklich heftig aus, ne? Und jetzt, wenn wir noch die Wand gestalten. Die Wand ist ja noch teurer. Wir nehmen eine simple weiße Wandbemalung. Gut, das muss man nehmen, anwenden. Das ist günstiger, was ich jetzt gerade machen kann eigentlich. Morgen tun wir dann den Laden öffnen und schauen wir, was passiert. Lass mich durch, Taxi! So. So einen Laden brauchen wir in Zukunft. Ich hätte gerne... Erstmal eine Tüte. Sind wieder alle am Einkaufen, wie sonst auch immer. Frische Lebensmittel nehme ich viermal mit. Ich nehme Tiefkühlkost. Viermal mit. Und Getränkedosen nehme ich auch nochmal vor mit. Mehr geht gar nicht, okay. Da ich kann maximal hier nur 62 ausgeben. Hier könnte man nicht rein theoretisch auch arbeiten. Das ist die spannende Sache, ja. Könntest hier auch überall bei Firmen arbeiten und bei denen anfangen und dann verdienst du dir halt erst das Geld hoch und tust dann sozusagen nach einer Zeit anfangen, dein Business aufzubauen. Da kannst du wahrscheinlich währenddessen dann auch Schulungen machen und alles. Haben wir jetzt natürlich dezent anders gemacht. Nee, weil jetzt gehen wir noch schnell essen. Wir gehen jetzt schnell essen. Wir haben doch bestimmt hier irgendwo einen Laden um die Ecke. Probieren wir mal den da vorne. Ich habe mir natürlich jetzt wieder ein sehr teures Genre ausgesucht. Wir gehen noch kurz in unseren Laden rein. Vorübergehend geschlossen, machen wir aus. Zeitplan ist morgen von 8. Machen wir von 11 bis. Machen wir von 10 bis 18 Uhr. Ganz simple Zeitplanung. Wir haben. Ja, das passt. Und morgen früh ist unser erster Arbeitstag und dann schauen wir mal, ob sich das rentiert oder nicht. Und das wird eine ganz, ganz spannende Sache. Sage ich euch jetzt schon. Ich hoffe, dass unsere Moral gut bleibt. Ich hoffe, dass wir uns auch gut unterhalten können. Ich hätte gerne Pizza mit der Getränkedose. Anscheinend tun sie sich an Landstrengstellen. Ich finde es mit der Warteschlange auch irgendwie cool. Das ist, es hat was. Wir setzen uns jetzt dazu. Darf ich das nicht? Das ist einfach das. Nein, darf ich nicht. Ich bin nicht gestattet, mich hinzusetzen. Das ist wieder so
blöde Sache. Du kannst dir natürlich auch immer anschauen, wie die anderen Firmen laufen. Der hat zum Beispiel CCTV schon überall. Bist du satt? Na, dann nehmen wir die Getränkedose halt mit heim. Kann man jederzeit nochmal gut verwenden. In Zukunft können wir uns dann hier unser Auto parken und werden dann richtig schick wohnen und alles. Aber jetzt gehen wir erstmal eine Runde knacken. Bis 8 Uhr oder sowas. Jetzt sehen wir haben 215 ausgegeben über Nacht. Morgen muss das Plus werden. Wir haben eine gute Chance, dass wir Plus machen. Einfach aus dem Grund, dass wir der einzige Laden sind in dem Gebiet mit Jewels. Wenn ich jetzt halt nochmal Market Agent schaue. Market Insider, Hell's Kitchen, höchste Nachfrage, teurer Schmuck, günstiger Schmuck, war ein Unternehmen, das jetzt schon führt. Und das sind wir. Die Nachfrage ist schon mal gesunken. Und das werden wir uns jetzt zunutze machen. Wir chillen schnell hier bis 9. Und schnappen uns dann auf die Schnelle einen Putzkasten. Damit wir einfach auch bei uns putzen können, ne? Das ist wichtig in Zukunft. Ich war schon echt, also ich muss schon sagen, ich habe echt viel geschafft. Ich hatte gleich 3 Läden oder sowas mit Mitarbeitern und Putzkräften, Lager und allem. Das Lager habe ich noch nicht so ganz kapiert gehabt am Ende. Ja, ich kapiere auch nicht alles, ne? Gut. Unsere Schicht beginnt jetzt gleich. Ich hoffe, wir machen Plus. Ich hoffe so sehr. Alter, der Boden ist eine Katastrophe, aber... Raumgestalter kann ich noch schnell hier Fliesen legen. Wenigstens bei uns hinten. So. Stellen wir uns mal in die Kasse. Arbeit beginnen. Und ich bin gespannt, ob Leute... Oh, das war unser erster Kunde. Es fehlt noch der teure Schmuck, aber den werden wir uns irgendwann kaufen können. Ich will jetzt mal vor allem sehen, was für Rezensionen wir kriegen. Ah, der hat wieder das gesagt. Das war nicht komplett böse. Mich würde interessieren, wie viel kostet eigentlich unser Schmuck, unser günstiger? Warte mal. Bismen öffnen? Inventarpreise. Der günstige Schmuck kostet 160 alleine schon. Bedeutet, von den Sachen her, die ich jetzt gehört habe, müssten wir eigentlich schon im Plus sein. Vor allem, wenn ich immer sehe, dass teilweise die zweimal Schmuck kaufen, ne? Ach Gott, ich darf das... Problem ist, ich will es nicht zu schnell machen, um die Rezessionen zu sehen. Auf der anderen Seite will ich es nicht zu langsam machen. Wir gehen Zeit überspringen. Ja, wir haben Hunger. Kann ich eigentlich im Bismen sehen, was die Kunden gesagt haben? Kundenrezession, Preisgestaltung. Kundenservice. Sauberkeit 50%. Wir haben unsere Kapazität erreicht? Oder was? Wir können bis zu 30 haben, aber haben nur eine Registrierkasse. Ja, wir haben aber auch nur einen Mitarbeiter. Aktuelle Kapazität, Gebäudelimit ist 30. Bedeutet, wir sind eigentlich am Limit. Günstiger Schmuck sind wir sogar über Limit. Einkaufskörper haben wir genug. Einkaufsmarketing haben wir halt 0 aktuell investiert. Aber warum auch sollten wir... Ich bin gespannt. Morgen müsste ja dann sozusagen das angepasste Kapital bei uns auf dem Konto sitzen. Ich hätte schnell gerne... Ich würde mir gerne nochmal 4 Getränke holen.
Machen wir 4 frische Lebensmittel. Und den Rest würde ich gerne an Getränken machen. Frische Lebensmittel esse ich gleich. Ich würde erst immer trinken und dann essen. Was passiert bei mir da vor der Tür? Ihr hört es? Ich bin mir gerade gesaugt. Please what? Gut ist zu wissen, dass wir wenigstens wissen, woher wir jetzt was kriegen. Gut. Ah, wir müssen den Laden noch putzen. Warte mal. Total vergessen, Laden putzen. Aber warum hat der Laden nur eine Kapazität von 30? Das ist ja auch übel. Das sind ja noch nicht mal 30 Kunden gleichzeitig, sondern 30 Kunden allgemein. Der Laden wieder sauber für morgen. Wo ist halt eine dezidierte Person für sonst noch irgendwas. Ah, jetzt gehen wir mal schlafen. Schlaf tut ja uns auch gut. Gehen wir bis 9 Uhr schlafen oder so. Schlafen und lasst uns schauen. 500 plus. Das hört sich schön an. Mit 500 plus kann ich arbeiten, wir brauchen bloß 5000 pro... Also, er ist jetzt happy, weil es natürlich auch positiv war. Frische Lebensmittel können wir gleich mal essen. Jetzt müssen wir dann gleich wieder arbeiten gehen, weil der Laden aufmacht. Und mit 500 plus sind wir gar nicht schlecht unterwegs. Wir haben halt hier noch nichts drin. Wir haben noch keinen teuren Schmuck, weil der kostet hier 50.000. Können uns gleich nochmal eine Ladung nachkaufen, aber wie viel? Ja, wir haben noch für eine Zeit. Ich denke mal, locker 4 Tage soll es noch reichen. Aber machen wir überhaupt gerade Gewinn? Jetzt hat mal Handy. So, warte mal. Ich wollte mein Taschenrechner. Ich muss mein Taschenrechner auf meinem neuen Handy finden. Das wird wieder eine ganz lustige Angelegenheit. Rechner. Ja, 50 durch 5000 machen. 5000 durch 50. Darf jedes, muss mindestens alles 100 kosten, damit wir Gewinn machen. Also mindestens 100 muss jemand ausgeben, um uns gewinnbringend hier Geld zu bringen. Wir haben gestern auch nur 520 gemacht. So, wenn wir jetzt gucken, wie viel haben wir verkauft. Hier haben wir 7, 9, 16, 25. Eigentlich müssten wir gestern 2500 gemacht haben. Preise und Inventar. 160. 125 haben wir auf Lager. Bruttogewinn sagt er, wir haben 3000 gemacht, ne? Verglichen mit... Ja, okay. Wir tun jetzt mal vorspulen, schauen uns das Ganze nochmal an. Wir müssen ja zum Glück nichts einkaufen aktuell. Wir gehen jetzt nochmal den Laden putzen gleich. Laden säubern, dann werden wir sehen. Das mit dem 500 macht mich gerade nochmal nervös. Wir machen zwar Plus, aber ist das genug Plus? Eine kleine Getränkedose essen. Tiefkühl kostet natürlich wieder Schrott, ne? Wenn ich mich nicht irre, müssen wir denn da... Schau mal hier, Market Insider. Laufende Ausgaben sind nur
die 67, die wir hatten. Aber hier sagt er, wir haben 3000 plus gemacht. Seht ihr das? Tag 3. Ah, wir haben aber beim Raumausstatter Geld ausgegeben und. Der Tag war natürlich teuer noch. Es kann gut sein, dass das schon ordentlich war, was wir da gemacht haben. Aber es noch nicht so merkbar ist in dem Fall. Ich hätte gerne... Möbelhaus. Gibt es ein weiteres Möbelhaus eigentlich? Das haben wir gleich vorhin, letztes Mal schon geschaut, ne? Hier gibt es noch einen Raumausstatter. Den könnte man sich sonst mal anschauen auch noch. Nee, ich hätte gerne Geschäft für Bürobedarf. Nee. Personalvermittlung. Ist hier eine... Sonst keine Personalvermittlung? Ist das die einzige Personalvermittlung in der Gegend? Im Ernst? Okay. Frage, hat der offen? Das hab ich jetzt gar nicht nachgeschaut, ne? Nee, der hat zu, der macht erst um 8 Uhr wieder in der Früh auf. Es ist doch... Mäusemelken. Eine Marketingagentur, das wäre was. Marketingagentur können wir gebrauchen. Warte mal, wo ist eine Marketingagentur? Die hat dich die Macht um 8 Uhr wieder auf. Das ist eine Stunde bevor ich öffne. Das ist blöd. Kann ich eine Marketingagentur nicht auch anrufen einfach? IRS. Es gibt irgendwo auch ein... Das sind die ganzen Gebiete. Grafikdesigner, Bekleidungsgeschäfte, Agentur für Werbeentwicklung, Webentwicklung, eine Bank, ein Autohändler, ein Casino. Nee. Nee. LKW-Garage? Das kommt mir irgendwie neu vor. LKW-Garage. Schule, das da. Hascha, die ist gegenüber von uns. Aber da müssen wir quasi zur Schule, glaube ich. Oder war das? Wir hätten Business School. Geht offen jetzt nicht bis 20 offen. Ach, schauen. Hier müssen wir nicht Managementgrundlagen und Betriebswirtschaften lernen. Wenn ich jetzt mal hier hingehe. 80 Euro pro Stunde. Und wir brauchen 24 Stunden Ausbildung insgesamt in dem Bereich. Das müssen wir halt immer mal wieder machen, um dann sozusagen zu dem Bereich zu kommen, wo wir Mitarbeiter einstellen können. Wenn wir Mitarbeiter einstellen können, sind wir gut im Business. Wenn wir sagen, wir machen jeden Tag nur eine Stunde und gehen dann wieder sozusagen woanders hin, dann ist das ja auch nicht schlimm. Und? Es wird spannend. 1000 Gesamtgewinn. 4000 sind drauf. Für eine Packung könnte ich mir jetzt schon wieder kaufen an Jules. Aber ich hätte natürlich... Ja, es wird halt dauern. Ohne Frage. Ich werde jetzt hier weiter spielen müssen. Im Hintergrund werden wir zurückkommen. Wenn wir wahrscheinlich dann Tag 20 oder sowas, wo das hier weitergeht. Wir brauchen rein theoretisch eine Marketingagentur in Zukunft dann, aber irgendwann müssen wir den Boden verändern und. Aber Leute, ich würde sagen... Ich werde hier diesen Tag noch beenden. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Und beim nächsten Mal sehen wir uns, wenn wir uns weiter um Economy und weiß der Kuckuck was alles kümmern müssen. Also, bis dann. Ciao.